Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bigfoot. Ja, hier lieben. Wir mussten jetzt zurück zum letzten Speicherort. Das war ja wunderschön hier. Bigfoot hat uns in der letzten Folge doch ganz schön vermöbelt. Und das im Wohnwagen, zumindest die Daisy hat er vermöbelt. Heutchen, sollte er zu nahe kommen, hau die Signalfacke raus. Da verschwindet er, glaube ich, aber das hat bei mir auch sehr lange gedauert. Nicht das Messerbeutelchen. Drück mal 3. Genau. Und nein, nicht schießen. Die kannst du auch werfen. Was? Ja, Beutelchen, bei mir hat es auch sehr lange gedauert, bis ich es einigermaßen gescheckt habe. Ist jetzt die Frage, gehen wir nochmal zum Wohnwagen? Wir haben jedoch keine Medikeys da. Und wir müssen ganz dringend... Was war das? Ganz dringend Medikeys suchen. Vielleicht gehen wir auch einfach zum Sumpf. Und schauen uns da weiter um. Und ich muss sagen, dafür, Beutelchen, für dein erstes Spiel, wo man schießen muss, machst du es doch ganz gut. Wobei kaum was passiert ist. Außer zum Schluss, wo Beutelchen leblos auf dem Boden lag. Beutelchen meinte auch, dass sie noch gelebt hat. Deswegen konnte ich Beutelchen heilen eigentlich. Ich hatte aber kein Medikey. Das heißt, wenn Beutelchen auf dem Boden liegt, heißt es noch lange nicht, dass sie tot ist, sondern wir können sie heilen. Das heißt, wir müssen ganz dringend Medikeys suchen. Und ich sollte nicht die ganze Zeit quatschen. Besser gesagt, nicht so laut quatschen. Also Beutelchen, wenn du so was leises Piep, Piep, Piep im Hintergrund hörst, als ob dein Wecker gerade klingelt, das ist eine Kamera und das heißt, dass der Bigfoot, ich wollte Boogeyman gerade sagen, Bigfoot an einer Kamera vorbeigelaufen ist, die wir hingestellt haben, und da wir momentan an unseren Wohnwagen sehr viele haben, heißt das, dass er da war. Also, ich kann immer ganz schnell Kamera gucken. Das heißt aber auch, dass wir uns einen sicheren Ort suchen müssten, um zu schauen, wo er lang gelaufen ist. Ich packe hier meine letzte hin. Fuchs. Und er ist gerade bei einer Kamera gewesen. Ich glaube, wenn er die ganze Zeit auf unseren Wohnwagen raufdröscht, dass dieser irgendwann kaputt geht. Beutelchen, wollen wir zum Sumpf oder zum Campseite? Sumpf oder Camp? So was von egal. Komm, wir gehen zum Camp. Ich hoffe, ich sehe es richtig, dass wir hier lang müssen. Das war was? Ein Hirsch. Sind die aggressiv? Beizeit? Ist Paarungszeit, meinte ich? Wir gehen hier. Ruhig, Brauner. Wir sind nur auf der Durchreise. Hier gibt's sogar Tiere, das gibt's doch nicht. Ein Waschbär. Was haben wir denn da?
Beutelchen. Mach dich bereit. Ich habe doch gerade irgendwas gehört. Lass uns mal zum Zelt. Zum Zelt weiter. Bär. Bär. Immer schön deine grüne Anzeige unten sie beachten. Falle nämlich mit. Wenn du dich heilen musst, dann wie viel Munition hast du noch? Komm mal mit rein hier. So, Alt, mit Alt drückt, duckst du dich. Unterm X. Unterm X, Alt. Wir sind sowas von tot. Midiki, das nehme ich Beutelchen. Was? Nein, mach's aus! Beutelchen, das kannst du doch nicht machen! Wir sind sowas von tot. Ich fühle mich gerade sehr unwohl hier drin. Ganz ehrlich, Leute, wer geht wirklich in... Oh, fuck. Irgendwas ist bei den Kameras. Da ist was eingeschlagen. Oh. Los. Hoffe ich. Ja, wer geht im tiefsten Wald, wo die Wildnis noch wildnismäßig ist, einfach eine Runde campen? Ich würde es nicht machen. Besonders nicht in Amerika, in diesen ganzen Wäldern. Wo, glaube ich, noch die Dinos rumlaufen. Wir haben noch ein Zelt zum Suchen. Da, das grüne Zelt. Lass uns da reingehen, schnell. Kannst du nicht durch? Oh, Rakete hier unten. Wahrscheinlich für die Signalfackel. Und Mediki. Heute ich in dem Du. Ich glaube, du bist durch den Bär verletzt. Ich weiß nicht, wie dein Gesundheitszustand aussieht. Super, alles grün. Ja, wunderschön. Das Licht lieber aus. Nicht, dass uns Bigfoot hier sieht. Ist das dunkel.
Ich glaube, ich sitter. Wir sollten nach Holz suchen. Mit E kannst du es öffnen. Wenn du raus willst. Hier haben wir nichts. Oh, das Lagerfeuer ist weg. Und hier haben wir... Mit M kann man die Map sehen. Ich glaube, ich werde eine Runde speichern. Wir sind ja ein bisschen weitergekommen. Schade ist, dass man nicht verschiedene Speicherplätze hat. Ich nehme mal alles mit erstmal. Beutelchen schnitzt den Bär den Arsch auf. Und sie scheint Gefallen dran zu haben. Warte mal, vielleicht können wir ja Beutelchen die Kameras wegschnippen. Ach, Beutelchen hat keine Kameras. Schade, ich dachte, wir können uns gegenseitig Kameras zuweisen. Ist das hell? Ich glaube, ich mache die Gamma ein bisschen runter. Okay, das ist besser, glaube ich. Zwar sieht man da kaum was. Aber das andere war ja extrem mittig. Komm, Beutelchen, wir gehen hier lang. Ich glaube, mit den Kameras müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Beutelchen, wenn du irgendwo eine Kamera hinstellen möchtest, dann sag Bescheid. Musst du einfach nur die Kamera auswählen und mit linker Maustaste kannst du die dann raufsetzen. Bigfoot? Der kam von der Richtung hier. Er wird auf jeden Fall jeden Augenblick kommen. Die sind ganz schön laut, ne? Pass auf, wenn ich jetzt die Falle wieder mitnehme. Komm, Beutelchen, weiter. Wir bleiben erstmal auf dem Weg. Irgendwann werden wir durch die Wälder streifen. Aber wir gucken, ob wir verschiedene Lager finden.
Oh, Hochsitz. Wer jetzt oben plötzlich vor mir steht, dann glaube ich, hört ihr mich nach langer Zeit wieder ein bisschen streichen und quietschen. Komm schnell hoch hier. Nachtsichtkamera. Wie viel Erste Hilfe hast du? Siehst du unter Q, wie viele? Ich habe zum Beispiel eins noch. Zwei, gut, dann nehme ich das. Nachtsicht? Werde ich mal mitnehmen? Kann sich echt nicht untereinander die Kameras tauschen? Irgendwie nicht. Und stirbt der inhaft. Ja, Beutelchen, das machst du eh. Das machst du ja seit Dark and Light. Dann würde ich sagen, folgen wir hier einfach dem Weg. Falls es hier einen Weg eigentlich gibt. Der Weg ist da hinten. Ich weiß nicht, Beutelchen, willst du hier eine Kamera hinsetzen? Hier? Genau, und mit linker Maustaste einfach auf den Boden ziehen, dann machst du das schon. Dann können wir eigentlich gucken. Hallo? Kommt das Messer nur raus. Beutelchen, wunderschön. Bin stolz auf dich. Irgendwann wirst du mit uns Dead by Daylight mehr zocken. Falle könnten wir eigentlich auch dahin packen. Ja, nee, die Fallen... Nö. Die Fallen werden wir mitnehmen. Oh fuck. Ah, Beutelchen! Nein! Oh Gott sei Dank. Und wir reden gerade von Fallen. Ich brauche eine Erste Hilfe. Ich habe keine Erste Hilfe mehr. Ich glaube, das lobe ich mir und speichere. Ich glaube, wir müssen das irgendwann... Ich bin geheilt, Beutelchen. Ich habe mir gerade selbst was reingedrückt. Du bist die... Das ist ungünstig. Du hast noch zwei Erste Hilfe. Ich hätte warten sollen. So kann ich Beutelchen nicht wieder zurückholen. Irgendwie hilft... Ja, ich weiß, glaube ich, wie wir das machen. Wenn Bigfoot auf uns zurennt, müssen wir die Signalfacke nehmen. Anstatt ihn von Weitem zu beschießen. Ich wollte aber das Beutelchen beschützen, Leute. Ja, Beutelchen muss gerettet werden, weil Beutelchen will... Oh, Beute! Du kannst doch nicht plötzlich neben mir stehen! Hate. Beutelchen will ja ihre Armee auffüllen. Was? Hier wird wahrscheinlich irgendwo auch noch eine Höhle sein. Ich glaube, ich habe mich gerade so ein bisschen... Was ist das hier? Nein. Falscher Weg. Ich hoffe, der Wolf kommt jetzt nicht zu uns. Wären wir mal beim Hochstand geblieben, dann hätten wir vielleicht bessere Chancen gehabt. Der Sumpf sieht gruselig aus. Ich glaube, ich will wieder nach Hause.
Da ist es auch ein bisschen grün. Ist das Bigfoots Bulliette? Da jedenfalls so aus. Es geht noch da oben lang. Sollten wir mal den Weg einschlagen? Wollte ich nicht. Ich glaube, wir gehen mal den Weg hier oben. Er sieht nach was aus. Wo wir vielleicht eine Höhle finden vom Bigfoot. Ich glaube, ich habe immer zu voreilig gespeichert. Irgendwann werden wir keine Munition mehr haben. Oder sie regeneriert sich immer. Beutelchen, wenn du irgendwas siehst, dann schrei. Vielleicht finden wir hier irgendwo eine Höhle. Könnte jedenfalls hier doch sehr gut vorstellbar sein. Oh, guck mal. Beutelchen, sag ich doch, Höhle. Warte. Das kann hier nicht gesetzt werden. Aber hier kannst du hier eine Kamera hinsetzen? Oder hier hinten vielleicht? Oh, unbekannte Höhle. Mit Höhlenmalerei. Herrera. Heutchen, ich glaube, der Bigfoot malt sehr gerne. Gut, Beutelchen hat eine Kamera hingesetzt. Schade, dass wir hier nichts finden. Ich weiß nicht, ob wir die Kamera ein bisschen verstecken müssen. Ich glaube, irgendwas war doch am Anfang, dass er die Kameras ein bisschen scheut. Na, Quatsch. Gut, ich dachte, wir finden hier irgendwas, aber wir haben zumindest eine Höhle. Oh, ich glaube, die Kamera ist doch relativ gut gesetzt. Weil vielleicht die Kamera hier hinsetzen. Ach, Beutelchen, wir lassen das einfach mal. Hast du fein gemacht. Ja, stimmt, ich kann sie nehmen. Ich kann sie. Doch, ich kann sie nehmen. Vielleicht sehen wir von hier oben besser. Hoffe ich zumindest. Speichern wir? Ich glaube, wir speichern. Dann haben wir wenigstens schon mal die Höhle gefunden. Oh, ich habe keine Fallen mehr. Und ich würde sagen, wir laufen hier weiter. Wurden wir im ersten Teil schon von Bären angefallen? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, Hirsche gab es damals auch schon. Wollte ich nicht, ich weiß nicht mehr, wie wir das allererste Mal das durchgespielt haben. Da hinten leuchtet was.
mitgenommen? Das ist ein Baum. Hier, Beutelchen, hier liegt noch eine Signalfackel. Was war das? Bigfoot ist bei der Kamera 4. Und läuft Richtung zu unserem... zu unserer Hütte hin. Wir haben hier hinten, glaube ich, erstmal nichts zu befürchten. Hä? Kommen wir jetzt hier weiter? Nö. Beutelchen, hier kommen wir nicht weiter. Also wenn du die Karte aufmachst, war ja gerade bei Kamera 4. Das, glaube ich, Richtung... Nee, Kamera 3 war er. Ach, Beutelchen. Ich würde auch nur was erklären. Also ich würde jetzt erstmal nicht nach Hause laufen. So weitergeht, haben wir bald die ganze Karte durchsucht. Was sind das, Pilz? War das jetzt Tag 4 oder war das jetzt eine Kamera? Aber da muss man doch das nicht an sich anhören lassen wie eine Kamera. Tag 4. Ey, Beutelchen, Tag 4. Wir sind Meister. Uhu. Ach, jetzt muss mich irgendwas angreifen. Das hat sich gerade irgendwie groß angehört. Ich habe nur 13 Schussbeutelchen und ein klickliches Messer. Ein sehr klickliches Messer. Jetzt haben wir eine Strecke total verpennt, die am See, glaube ich. Da rennt das Beutelchen. Ich höre Fliegen. Wir müssen auf jeden Fall die Leichen der die anderen drei finden. Beutelchen. Wenn du rennst, dann renne ich da automatisch. Ist super, es regnet. Komm, Beutelchen, wir suchen uns den nächsten Unterschlupf.
Bigfoot hat auf jeden Fall kein Interesse an Nährstoffen. Ich sehe nichts. Da hinten ist ein Hochstamm. Komm, Beutelchen, da gehen wir jetzt hin. Und dann würde ich sagen, wenn wir für diese Folge einen Cut machen. Erste Hilfe nehme ich. Wie viel Munition hast du? Ich habe 13 noch. Von 28, bitte was? Oh fuck, Beutelchen. Wo ist er? Oh, ich hab ihn verjagt. Die Munition! Nein, die Munition ist verloren. Weil wir darüber debattiert haben, wer die Munition bekommt. Ist er hier noch irgendwo? Nein, die guten paar Schuss. Na, ganz toll. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, ich werde hier einen kleinen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.